Das Jahr 2020 ist geprägt von einer Wirtschaftskrise und einer globalen Pandemie. Das Virus ist ein Naturereignis, aber das kapitalistische System ist die Ursache für die Tragödie, in die sogar die wichtigsten Städte der Welt versunken sind. In Costa Rica hat die Regierung von Carlos Alvarado alles getan, um die Profite der Bosse und Großkapitalisten zu schützen. 47% der ArbeiterInnen sind in prekären Arbeitsverhältnissen. Hinzu kommt, dass transnationale und imperialistische Konzerne die Ressourcen des Landes durch Auslandsschulden und die Ausbeutung tausender ArbeiterInnen in Freihandelszonen und in der Landwirtschaft ausnehmen. Als sozialistische Organisation sind wir mit La Izquierda Diario Costa Rica seit wenigen Wochen Teil des internationalen Netzwerks und kämpfen dafür, dass die Krise nicht von den ArbeiterInnen bezahlt wird. Mit viel Stolz begrüßen wir diese internationalistische und revolutionäre Kundgebung an diesem 1. Mai, dem Internationalen Tag der ArbeiterInnen.